Und herzlich willkommen zurück, meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauer, bei der nächsten Ausgabe von Potter Stories Media 93 Und ja, bei dieser Kammer bin ich kurz davor, das Rätsel zu lösen. Moment, vielleicht bin ich sogar auf der richtigen Seite. Ah, Moment. Wenn ich das jetzt hier mache und da mache. Aha, oho. Ja, genau. Ich glaube, das war sogar richtig gewesen. Seht ihr, wieder eine kleine Pause gemacht. Und schon. Ja, komme ich wieder auf das Rätsels Lösung. Jetzt kann ich mich nämlich mit dem Würfel einfach hier hoch befördern. Das Portal ist offen. Jawohl. Wobei, Moment. Ja doch, genau. Jetzt mache ich das hier. Moment, das war jetzt wieder das Problem. Der Würfel muss jetzt weg. Gleichzeitig muss dabei ein Portal hin. Weil wenn ich den wegnehme, löst sich das Portal wieder auf. Oh, ich hab's. Komm mal du mit, mein Freund. Ne, Moment. Halt, stopp. Zu schnell. Bleib mal du an Ort und Stelle, genau. Genau, und jetzt? Das wollte ich eigentlich nicht. Wo fliegt er jetzt hin? Nirgends, weil er da unten ist, oder? Hä? Fliegt er jetzt da durch? Sieht nicht so aus. Habe ich doch wieder einen Fehler gemacht, hä? Oh, doch, stimmt. Stimmt. Ich brauche ja gar nicht beide. Ah ne, jetzt wird der da unten jetzt aufgelöst. Nein! Würfele, no! Na super. All die Arbeit umsonst. Stimmt, der eine Würfel muss ja da unten bleiben, weil... Aber wie soll denn das dann funktionieren? Weil ich meine... Das dreht den Strahl ja um. Aber gleichzeitig tut es das ja dann auch erscheint ja auch hier die Barrikade. Nein, hey, stopp. So weit, so gut. Ich bin jetzt da oben. Gut. Und da muss der Scheiß ja drücken, was? Erstmal brauche ich doch wieder den Würfel von auf der anderen Seite. So. Moment. Das löst ihn ja ganz auf. Yep. Das löst den Traktorstrahl ganz auf. Könnte das etwas sein, was ich brauche? Nicht wirklich, oder? Nicht wirklich. Das war ja nur, damit ich jetzt auf die andere Seite komme. Na, jetzt kann ich einfach drüber springen. Boing. Danke. Den Würfel oben habe ich schon. Gut. Bin jetzt schon wieder einen Schritt davor. Einen Schritt davor, es hinzukriegen. Der bleibt da. Jetzt hole ich mir einfach den Würfel hier. Komme mit. So. Und was jetzt? Der müsste blau sein. Muss aber auch auf die andere Seite. Ach, da liebe ich es bisschen. Und ich muss gleichzeitig hier oben sein, damit es dann funktioniert. Jetzt haben wir das. Das würde ihn aber nie und nimmer dorthin bringen. Weil wenn ich den Strahl ausschalte, bringt das aber ja auch nichts, oder?
Moment, das will ich jetzt mal ausprobieren. Was passiert jetzt, wenn ich den dahin hinbringe? Ist ja komplett ausgeschaltet. Bringt mir ja auch überhaupt nichts. Oder? Er muss blau sein, ja. Aber er muss auch hier dann so durchfliegen und das ist ja die einzige Position, wo er dann dorthin kommen würde. Oder? Yep. Weil es müssen zwei Portale da sein, damit er ja an Ort und Stelle bleibt. Das heißt, wenn ich da unten stehe, wird aber auch nichts bringen. Weil wie gesagt, es muss ja blau sein und es ist nur blau, wenn da nichts draufsteht. Aber gleichzeitig muss ja die Barrikade weg sein. Wie soll denn das funktionieren? Er soll durchfliegen? Aber gleichzeitig soll die Barriere weg sein. So, jetzt bringe ich dich mal durch. So. Weil jetzt ist er sozusagen hier nur, immer nur auf einer Endlosschleife. Außer wenn ich das jetzt da unten wegnehme. Würde funktionieren, aber ich brauche ja beide Portale. Ich bin kurz davor, ich merk's. Wenn ich den jetzt wegnehme, fliegt er auf die andere Seite. Okay. Bringt aber auch nichts, weil der muss ja so drüber sein. Höchstens, wenn er in dem anderen Strahl ist. Ja, so wird er jetzt hochkommen. Alles klar. Die Tür ist offen, aber wie komme ich jetzt rein? Ohne das jetzt aufzulösen. Das klappt nicht. Es muss machbar sein, aber wie? Während ich da oben stehe. So. Das ist wirklich, wirklich, wirklich knifflig. Zack, zack, zack. So. So weit, so gut. Hier bin ich. Wenn ich ehrlich bin, ich habe mir keinen Plan gemacht, wenn ich hier meine Aufnahmepause gerade eben gemacht hatte. Also zwischen den zwei Parts, also. Ich muss das irgendwie von hier oben hinkriegen. Weg. Was haben wir jetzt für eine Sache? Es ist zwar blau. Moment. Das war doch irgendwie diese Technik. Immer wieder, oder? Hey, nein, hey, halt, stopp. Stopp, das will ich nicht. Das wollte ich doch gar nicht. Na, danke schön. Ah, ne, ich habe nicht gespeichert. Dann halt. Geronimo, so, zack. Ich habe den Trick ja jetzt gesehen, immer wieder, wenn da ein Barrierenfeld ist, ein Portal setzen und das andere dann wieder lassen. Wo will ich... Gut, dankeschön. Ja, das passt sogar. Na, hat bei mir gerade geklingelt. Ist die Boss, die darf das gerne in den Briefkasten tun. Okay. Wobei, vielleicht ist auch ein Paket dabei. Kleine Aufnahmepause, bin gleich wieder da. So, da bin ich wieder. Pff.
Das war nicht mal für mich gewesen. Oder für die Familie. Na, dankeschön. Na gut, na gut. Sicher war es sicher gewesen. Gut. Also, was wollte ich machen? Was wollte ich machen? Genau, wenn ich jetzt hier eins hinsetze. Gut. Dann haben wir dies. Das ist nicht das, was ich wollte. Komm du mal wieder her, mein Freund. Was will ich machen? Was will ich machen? Ich möchte die Portale dort richtig hinsetzen und mir dann den Würfel holen. Aber wie mache ich das? Ey, du verschwunden dich. Ich möchte rüber. Hopple. So. So, einer soll ja da unten bleiben. Okay. So. So. Jetzt aber so, dankeschön. Gut, okay. Da eins hingesetzt. Okay. Okay. Wie gesagt. So müsste es sein. Nur wie kriege ich den jetzt auf die andere Seite? Was ist das für ein Geräusch, hä? Du kannst mir auch keinen Tipp geben, oder? Nee. Die Virtual darf mir ja gar keine Tipps geben, ansonsten wird er gefritzelt. Wie? Das muss weg sein? Aber gleichzeitig auch da sein. Weil auch wenn ich jetzt da unten stehe, ich muss hier oben stehen, um durch die Tür zu kommen. Und ich käme ja nicht von hier unten in den Traktorstrahl, der ja dann eigentlich auch umgedreht wird. Und auch wenn ich hier dann irgendwie durch die Luft fliege, sobald hier dann die Barriere ist, werden meine Portale wieder aufgelöst. Dann haben wir nämlich die Sache. Mein Ansatz ist wahrscheinlich richtig, ich mache es nur verkehrt, oder? Ich mache es wahrscheinlich einfach nur verkehrt. Moment. Nee, dann komme ich ja jetzt komme ich ja nicht mehr hoch. Das ist ja die Sache. So würde ich jetzt nicht mehr hochkommen. Jetzt habe ich beide Würfel hier. So. Was mache ich nun? Moment, wenn jetzt der da steht. Okay. Und der jetzt da unten. Aber ich kann ja nicht durch Portale schießen. Das wäre ja zu schön. Das wäre nämlich jetzt der Trick. Genau das bräuchte ich, wenn ich da durchschießen könnte. Oder doch? Was bringt es jetzt? Ich bin kurz davor, ich merke es, ich kratze mir gerade die in den Schädel ab. Der da unten müsste weg, ganz einfach. Was ist, wenn ich jetzt hier das mache? Dann fällt er einfach rein. Mehr nicht. Und das da unten, das ist... Wo ich dachte, ich bin kurz davor und dann passt es doch nicht.
Mann, ich hasse sowas. Da bin ich jetzt wieder genervt. Der letzte Schritt, so simpel und ich komme nicht drauf. So simpel und ich komme nicht drauf. Und jetzt darf ich erstmal wieder auf die andere Seite, um mir wieder den Würfel zu holen, oder? Ja, hier kann ich mir den Würfel holen. Gut. Lässt du mich wohl bitte? Danke, so. Dass die das aber auch so verbunden ist, das stört mich. Wäre es das eine und das andere, okay, aber das Umdrehen, weil wie soll man das dann bitte verbinden? Weil so wie ich verstehe, muss man da oben stehen, wenn man den auf die andere Seite bringt, aber gleichzeitig muss man doch auch hier unten stehen, um hier Sachen zu bewerkstelligen. Oder? Oder ist vielleicht doch gewollt, dass der da... Nee, der ist ja nur da. Oh Gott, nee, oder? Ich habe doch hier einen Katapult. Ich habe hier einen Katapult. Okay. Was würde mir das bringen? Das schleudert ihn genau da rein. Okay. Man zieht den an. Okay. Moment, das ist es wahrscheinlich, oder? Gut, jetzt schwebt er hier drin. Jetzt schwebt er da drin. Gut, gut. Ich glaube, das war das, was gefehlt hat. Jetzt steckt er da drin. Jetzt ist er auf der anderen Seite. Wieder das gleiche. Jetzt haben wir wieder das gleiche Spiel. Er müsste in die andere Richtung fliegen, aber dafür muss der Würfel da unten weg sein. Und wie kriege ich das hin, während hier die Portale da bleiben, hä? Wie mache ich das? So würde ich jetzt einfach nur wieder dort landen. Oder Moment. Kleiner Safe. Jetzt ist es umgedreht. Und was bringt mir das? Gar nichts. Wo ist jetzt der andere Würfel? Ernsthaft, ich dachte gerade, ich hätt's. Achso, der ist jetzt wieder da runtergefallen ins Wasser. Stimmt, weil er da ja hängen geblieben ist. Meine Fresse. Ich komm nicht drauf. Diese... Achso, da ist er ja. Okay. Jetzt hängt er da drüben. Der ist gar nicht runtergefallen. Okay. Ist es das, was ich will? Keine Ahnung. Es ist ja blau. Gut. Aber da kann ich jetzt kein Portal hinsetzen. Oder? Bringt mir das jetzt was? Jetzt habe ich beide Würfel da. Und? Jetzt wird der eine gedrückt. Der eine ist zerstört und jetzt haben wir wieder das gleiche Problem, nämlich dass ich da nicht hochkomme.
Sobald ich hier jetzt durchgehe, werden meine Portale wieder aufgehoben. Hier kann ich nichts... Das muss... Wie soll ich da oben stehen und gleichzeitig soll hier der Traktorstrahl laufen? Weil hier, der Würfel darf ja dann da nicht da sein. Denn jetzt ist er da runtergefallen. Wenn man so frustriert ist und einfach nur in die Giftschmiere hüpft, bäh. Okay, meine Damen und Herren, ich mache jetzt wieder einen Schnitt, diesmal aber jetzt für das Ende dieser Episode und dann muss ich mir wirklich, gut, jetzt ist der Würfel da. Ich muss mir wirklich überlegen, wie soll das zu machen sein? Ich muss da oben stehen und gleichzeitig soll der da drüben sein. Wie soll das bitte machbar sein? Was übersehe ich? Und dann werde ich mir wieder den Schädel kaputt schlagen, wenn ich es sehe. Oder ich mache es mal ganz einfach und schaue mir wirklich jetzt einfach einen Walkthrough an, weil ganz ehrlich, ich habe keinen Nerv dafür. Für das habe ich jetzt wirklich keinen Nerv. Ich weiß, ich bin kurz davor. Aber ich weiß die Lösung nicht. Ja, meine Damen und Herren, ich werde meinen Walkthrough anschauen. Ganz ehrlich, ich bin jetzt wirklich zu beschämt, zu blöd dafür, für diesen Teil. Also, meine Damen und Herren, ich hoffe trotzdem, Ihnen hat diese Ausgabe von Potter Stories mal gefallen. Wenn ja, lassen Sie es mich bitte wissen. Wir sehen uns hoffentlich wieder bei der Fortsetzung, wo ich ein bisschen besser gelaunt bin. Und wenn ich sauer bin, dann ist es wegen meiner eigenen Doofheit. So. Nicht wegen dem Rätsel. Das Rätsel ist schön und gut, aber ich bin so doof dafür. Ich werde erstmal in die Ecke gehen und mich schämen. Also, bis dahin, ihr 93 Turbo. Alle auf den Nintendo. Tschüss. And goodbye.